So, und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich weiß, es ruckelt. Nee, es darf nicht ruckeln. Wieso ruckelt's denn? Wieso? Ich habe eine Testaufnahme gemacht, da war alles relativ ausbalanciert. Also das heißt, ich hatte bei der Aufnahme und ansonsten noch so relativ gute, naja, FPS-Zahlen oder so. Und jetzt ist es schon alles voll von Arsch. Also jetzt gleich mal weniger. Also mir läuft sie ruckelt frei und die Aufnahme ruckelt wieder wie Sau. Ich check's mir wieder gar nicht, aber gut. Hier hat's wahrscheinlich wieder ein bisschen was resettet wegen unserem Fail-Speichern und so. Genau. Ja, wir haben nicht gespeichert und so. Ja. Kaufen natürlich. Ja. Langsam kennen wir es auch schon. Ja, wissen wir alles. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Das Gelände kennen. Oh mein Gott. Wissen, wo du bist. Was nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden? Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk ich check's nicht. Für solche Geräte. Aber du. Wieso das Ganze hier so komisch läuft? Ja, die Störsender sind ganz oben. Also muss ich es nochmal versuchen? Ja, nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Jeder ja, nette Tutorials und so. Aber ich kapiere es einfach nicht. Hier sollte er passen, randlos, ein Frame. Aus. Grafikqualität, wir können es noch nicht noch weiter runterdrehen. Also langsam wird es echt ein bisschen scheiße. Also, naja, Wasser, von mir aus noch. Vor allem, es wird nicht besser, das ist komisch. Boah, jetzt haben wir ein ganzes FPS mehr. Checkpoint erreicht. Hä? Geh zum Funkturm, okay. Also ich muss bei der nächsten Aufnahme nochmal schauen, dass das Ganze dann endlich hoffentlich ruckelfrei läuft und so. Ich verstehe es einfach nicht, wieso das noch immer nicht so läuft. Das ist sehr komisch. Bei mir läuft es ruckelfrei und ich sehe schon in der Aufnahme 17, 18 FPS, teilweise sogar 19. Gut, langsam jetzt vielleicht sogar, aber trotzdem ein bisschen crap. Also ich hasse das eigentlich so grundlegend, wenn es überhaupt irgendwie ruckelt, auch wenn es nur leicht ruckelt, aber das muss der Funkturm sein. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Ich erreiche die Spitze des Funkturms. Einen wirklich vertrauenserweckenden Eindruck macht nicht. Oh mein Gott, eine Schlange. Boom. E halten für Küste plündern. Bronzeschmuck. MP-Munition. Ich weiß nicht, ob ihr hier gerade genauso wenig seht wie ich, weil bei mir scheint gerade die Sonne wieder durchs Fenster und ich sehe im Prinzip gerade gar nichts. Zum Glück wird es in-game auch heller. Aber ich denke, es sollte zumindest einigermaßen gehen. Ja. Die Grafik schaut schon extremst geil aus. Sogar wenn ich jetzt alles so niedrig habe. Trotzdem extrem geil. Ja, so in ein, zwei Jahren vielleicht nicht, aber so im Jahr habe ich sowieso. Dockyback, Granaten. Boah. So in einem Jahr habe ich sowieso vor, dass ich mir mal einen neuen PC kaufe. Das ist. Wird echt bitter nötig langsam. Zumindest eine neue Krake oder so. Und meine Grafikkarte ist ja echt nicht so das Beste. Schauen wir die ganze Zeit in den Himmel, dann haben wir auch voll FPS. Genau. E halten, um zu interagieren. Boom. Was man mit einer einzelnen Taste machen kann. Drück mal einmal E und schon. Findest du alles. Ich verstehe auch nicht, wieso die Zwischensequenzen so ruckeln. Das ist ja eigentlich praktisch nur so ein kleines Video und ist so schlecht wie jetzt mein PC auch will nicht. Also ein Video kann ich ganz normal abspielen und die meisten Spiele gehen ja auch auf maximal und so, bloß Aufnahme. Ich glaube, es liegt hier gerade eher an meinem Aufnahmeprogramm. Ah, nee. Statt raus von der Seilrutsche. Oh ja. Yeah.
Macht das mit bloßen Händen? Ah, nee. Lol. Hä? Nette Fahrt, hä? Okay. Hab's erledigt. Geile Landung gut. Vor allem. Zeig mir deine Karte. Was? Karte mit M? Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Okay. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Jetzt gratis in Shops STG. Sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen Funktürme für ihre Geschäfte. Und sie Waffen. Für jeden gratis. Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Oha. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Da wissen wir auch schon. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Den Dschungel beherrschen. Ich sehe noch ein paar Diamanten auf der Map. Die beherrschen wir das allererste Mal. Und hier haben wir irgendwo noch. Was ist denn das gerade? Ah, wow, ist das jetzt schon endlich mal nach so bei mir? Ah, und da war doch gerade noch was. Ein grünes Blatt. Ist sehr praktisch. Damit kann ich dann Spritzen bauen. Also craften. Craften. Spritzen craften. Ich habe schon mit zu viel Minecraft gezockt. Nee, eigentlich nicht, aber egal. So, die Steuerung hier in den Autos ist sowieso ziemlich eigenwillig, aber auch ganz geil eigentlich. Also macht auf alle Fälle Spaß, aber ich finde die Steuerung fast ein bisschen zu krass. Also klar, Autofahren in Real Life und so ist jetzt auch nicht wirklich leicht, aber wie leicht das die Autos hier ausbrechen, ist es schon ein bisschen krank. So, kurzer Boxenstopp. Auch wenn ich wieder nur Scheiße laber. Hä? Da ist doch gerade ist die Box auf dem Baum? Check ich nicht. Egal. Was? Hup? Reiherfetisch. Was hupen der ganze Zeit? Hier blinkt's noch wie verrückt. Edelstein. Ja, da war noch was. Klettern. Achso, das war ja nicht so geplant. Hä? Boah! Boah, cool, halt einen Heilen. Nein, wir sind jetzt. Ich wollte jetzt keine Muni verschwenden und so. Und ich wollte es eigentlich auch gar nicht. Schützt denn, wir sind mit einem Stier gestorben. Ich wollte doch nur. Ach komm. Ach Mann. F11 MP Munition? Vorher ist das was anderes, oder? Okay. Nächstes Mal, wenn wieder ein Stier vor uns steht, dann schauen wir, dass der down geht. Naja, müssen wir eben nur alles suchen. Naja. Bisschen fällen können wir einfach mit dazu. Und ja, Transport, ganz interessant. Beuterucksack, wir können noch gar nichts herstellen. Macht jetzt aber auch erstmal nichts. Wir fahren wieder auf der linken Seite. Aber ja gut, wir brauchen jetzt eigentlich nur die Dinger. Allerdings bleiben wir trotzdem noch kurz stehen und schauen, was wir noch so einsammeln können. Und steig aus. Vestibule Sau.
So, auf alle Fälle. Königsspielkarte. Ist irgendwas anderes, ist lustig. Willst du nochmal raufgehen, ob da wieder eine Wildsau vorne steht? Nee. Eigenartig. Ah, gut. Da unten steht das Wildschwein. Boah. Nein! Wir sind echt zu unfähig, um Wildschwein zu können. Missionsgebiet verlassen. Ich glaube, wir laufen am besten zum ersten weiter. Stirb, du Sau. Alter, stirbt das Ding halt mal noch? Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Hä? Wow, ich... Alter, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ha! Eine Einschusswunde, eine Wunde. Alter. Ja, wie kurz steht denn das eigentlich noch da, jetzt endlich? Lecker. Büffelfell. So ein Büffel. Ist nicht das gleiche wie ein Stier? Nein. Rote Blätter brauchen wir noch ein bisschen was. Blaue Blätter. Und Wildschweine brauchen wir noch. Zwei, um genau zu sein. Wir spannen natürlich wieder Muni und so. Ja, schaut irgendwie echt sehr spannend aus. Und so. Die armen Wildschweine da. Alter, ich kapier nicht, wie kann man es eigentlich nur so behindert machen? Ja, stimmt, ich kann mich machen. Also mit Wildschweinen oder generell mit Tierenhäuten und so, das ist es ja echt ein bisschen komisch, das Target da. Also. Granaten wieder. Faustwaffenmuni. Interessant. Und Beuterucksack voll. Oh. Nee, das klickt mir jetzt nicht drauf. Beuterucksack. Hast du noch. Naja, gut. Irgendwas Billiges. 10, 15, 10, 40, Leute. Doggy Bag. Hauen wir mal weg. Und. Naja, egal. Ein paar noch blaue Dinger. Hinten ist Wasser. Das Wasser schaut irgendwie unrealistisch aus. Übel mit weniger FPS als eine scheiß Wasserqualität. Wasser hoch. Sehr hoch, nee, hoch. Und ich sehe nix, ich sehe null. Hä? Was ist mit dem Wasser los? Hä? Da unter uns ist doch irgendwas. Ich sehe nix. Was? Ach komm. Ich finde da gerade nichts, hä? Also wie ich beim Spoilern war, war es alles ein bisschen. Ja, jetzt. Blaues Blatt. Na endlich. Schnellreise nach Amanaki. So.
Okay. 13 FPS. Und Lagerwaffenschrank. Faustwaffen. Nee. Munition, nee. Gibt's noch Sturmgewehre? Ne, AK-47. Rotpunktvisier. Ja. Okay. Ist abmontiert. Ach so. So, okay. Ausrüsten. So. Dann Muni. Inventar auffüllen. Ja. Boah, wieso hell? Shit. Kleine Affen. Nice Tutorial. Okay, ja. Seetang. Hä? Gibt's jetzt endlich. Beuterucksack, Handbuch, Optionen, letzte. Hä? Wieder nix. Ach, da hinten. Okay. Da anscheinend irgendwo. Da hinten. Irgendwo zum Punkt. Ah, okay, beim Auto. Boah. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Hä? Ich zeig es dir. Herstellung jetzt endlich. Jetzt benutze die Pflanzen, um 2 Spritzen herzustellen. Herstellen? Ja, ah, nee. Nur herstellen. So. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald. Wenn du Glück hast, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tatau auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tatau lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Takedown? Hä? Wo? Ah, Takedown. Okay. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Ja, brechen. Ja. Was gibt's? Zur Auswahl? Sprintschlittern. Und Granaten abkochen, aha. Naja, ist egal. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Naja. Ah, no killer. Hey, Felipe, wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Toll. Komm, mir nach. Ah. Far Cry, Black Ops Style. STG-90, okay. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das cool. Ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren. Und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder.
Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder. Und jetzt? Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Warten? Dennis hat dir das Tatao geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Wie? Solo? Du kannst dich schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Oh Mann. Deine Entscheidung. Oh. Wenig auffällig. Naja, dann. Ich komme. Am besten Full Action oder so. Leute, das macht ja ganz komische Geräusche. Wir haben sogar unsere Kamera da. Über Gegner. Scheiße. Scheiße. Boah, Hund. Scheiße. Ja, leck mich am Arsch, Leute. Ah, Muni sparen, fuck. Kuh halten, hallen. Da hinten, oh Mann, oh Mann. Stirb doch endlich. Ups. Ui. Shit, ohne Waffen. Wie war das? Oh, okay. Irgendwie zurückscrollen oder so. Hm. Toll. Da war da irgendwas. Nee. Wo bist du? Nicht so. Ah, Mann. Kubas. Nee, nicht Kuh, scheiße. F, C, nee, V, B, N, M. M war Map. Ach, scheiße. I vielleicht. U, Z, T. Scheiße. Oh Mann. Am besten kurz. Ah, es wird Nummer 1, 2, also, oder? Oh Mann. So, voll Muni. So. Sie sind alle weg. Du bist jetzt sicher. Ah, erst klopfen und dann. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason. Du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Haha, toll. Oh Mann. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bei im Westen. Vielleicht. Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Oh, ich kann mich das Ganze nicht überspringen. Du hast dem Stamm imponiert. Mal Tutorial, ich würde eigentlich gerne mal speichern. Speichern. Okay. Ja, dann liefen wir erstmal und beenden wir die Aufnahme. So.